Hallo ihr Lieben, hallo ihr Lieben. Endlich mal wieder ein Video und ich bin heute auch echt froh, dass es zu diesem Video noch kommt. Es ist schon spät abends, oder was heißt spät? 7 Uhr, 10 nach 7, spät abends. Das Männchen hat mir gerade dieses Päckchen nur hier nach unten gebracht in das untere Bastelzimmer, in meine Perlenwerkstatt. Ich war jetzt hier hinten gerade am Sortieren. Und das war eine Odyssee mit dem Päckchen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber das erzähle ich euch entweder dann beim Auspacken oder irgendwann anders, wahrscheinlich eher irgendwann anders mal. Auf jeden Fall ist es jetzt endlich angekommen. Und zwar ist es meine NBeats-Bestellung. Ich habe wieder ein paar Sachen bestellt für den Shop. Ich habe es schon aufgeschnitten und ich habe so schon reingeguckt, aber noch nicht weiter. Ich habe gedacht, wir machen miteinander den ersten Blick. Dann stelle ich euch zur Seite und dann zeige ich euch, was ich Neues für den Shop bestellt habe. NBeats hat wieder diesen 169 Dollar Versandkosten frei, dieses Angebot. Und deshalb musste ich jetzt nochmal größer bestellen. Und ja, also größer bestellen. Das ist der Karton. Der Karton. Das ist der Karton. Hier oben ist ganz viel Bubbelfolie drauf. Und wartet mal. Nee, das kann weg erstmal. Die heben wir natürlich auf. Die werden wir weiterverwenden. Dann haben wir hier, was ist das? Das hatte ich das letzte Mal nicht. After Sales Service Card. Muss ich mir mal angucken. Vielleicht mache ich das noch, bevor ich euch aufs Stativ schnalle. Und dann ist hier mein Lieferschein. Wir haben diesmal viel weniger. Wir haben 113 Artikel oder Päckchen oder Artikel oder Dingsbums, weiß ich nicht. Ich habe Charms bestellt, ich habe Perlen bestellt, ich hab unglaublich viel bestellt. Und dazu verleitet hat mich mein Männchen, weil ich eigentlich hier am Chunky Charms ja packen war für die Gruppe schon wieder. Ne? Also ich habe schon ein paar fertig gepackt, aber hier in diesen Dosen sind alles schwarze und weiße Chunky Charms. Und da war ich dann hier unten gesessen und habe ich zu meinem Männchen gesagt, Männchen, ich habe nichts Weißes und ich habe nichts Schwarzes. Hier ist sogar noch ein bisschen Metallic, da habe ich auch nachbestellt zum Vorsortieren, aber hier ist weiß und hier ist schwarz. Und dann habe ich so gesagt, hey, ich hab nichts Weißes oder Schwarzes mehr. Also ich muss echt bestellen. Da sagt er, naja, dann bestell halt. Und dann habe ich jetzt bestellt. Ich glaube, er hat nicht gedacht, dass ich das hier auch alles bestelle. Aber das ist halt jetzt so. Aber ich habe auch schwarz und weiß bestellt. Also schon mal hier riesiger Beutel, kleine schwarze 6 mm Acrylperlen. Ich schnalle euch jetzt auf das Dings, auf den hier Stativ-Dingensbummens, stell das Beckel auf die Seite und dann packen wir es mal miteinander aus. Ich schreibe jetzt auch keine Preise drauf oder ich habe jetzt auch keine Preise rausgesucht, weil ich eben so lange auf dieses Päckchen gewartet habe. Also ich suche jetzt nicht für alle Artikel noch die Jetzt- und Vorher-Preise raus. Ich zeige euch einfach, was es gibt oder was es halt bald irgendwann in irgendeiner Form im Shop geben wird. Bis gleich, wir quatschen dann weiter. Macht's gut, bis gleich. Bis gleich. So, hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Und zwar fängt jetzt, glaube ich, so die Shopping Week an bei mir. Also wenn jetzt so alles eintrudelt, was ich alles bestellt habe, kommen jetzt in der nächsten Zeit ganz viele Hauls. Und ihr habt es ja schon gelesen, wir fangen heute mal mit NBeats an, weil es einfach das zweite ist, was gekommen ist. Ich habe hier dann noch ein bisschen Ali und ein bisschen Dorian Beats. Ich zeige euch das mal. Ich werde wieder Wundertüten packen und ich werde wieder Sachen für den Shop packen. So Mixtütchen. Ich glaube, das kommt bei euch ganz gut an, weil ihr halt einfach, wie schon mal gesagt, den Vorteil habt, dass ihr euch das nicht alles in riesigen Verpackungen kaufen müsst und vor allem, weil es ja einfach halt einfach mein Shop-Gegenstand ist. Also es ist halt einfach so. Ja, ich habe keine Preise. Das Päckchen ist gestern angekommen nach einer Odyssee. Ich kann es euch sagen. Unglaublich. Also ganz toll war das. Danke, DHL Express. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein extra Video. Wenn ihr die Möglichkeit habt, also wenn ihr wirklich bei NBeats oder bei irgendjemandem bestellt in China und größer bestellt, würde ich jetzt mal sagen, lasst euch nicht mit Dorian, lasst euch nicht mit Dorian Beats schicken. Lasst euch nicht mit DHL Express schicken, weil das war gestern, also das war ein Ziehauf, die ganze Woche. Es hätte eigentlich schon viel eher da sein sollen und hast du nicht gesehen, aber das ist jetzt wurscht. Es ist jetzt angekommen. Gestern eben, ich habe auch gestern schon mal versucht, einen Teil von diesem Video zu drehen und dann hat die Kamera irgendwann wieder gesagt, Fehler, unbekannter Fehler. Also ist das jetzt schon das zweite Mal, dass ich dieses Teil drehe.
Was für euch den Vorteil hat, dass es einigermaßen durchsortiert ist. Also ich habe gestern eigentlich damit angefangen, das nicht durchzusortieren, das Video. Und jetzt ist es aber halt in Anführungszeichen durchsortiert, dass ich halt wieder Charms und Lünetten und Perlen und das ganze, den ganzen Krembembel so ein bisschen einzeln habe. Ich fange mal mit den Charms an. Wie schon gesagt, ich habe keine Preise und die Promo, also es war wieder Promo bei N-Beans. Wenn du für 169 Dollar einkaufst, hast du es versandkostenfrei, musst nur diese Bearbeitungsgebühr und den Zoll bezahlen. Und ja, es ist halt einiges geworden. Wir machen es mal, also ich fange jetzt mal mit den Charms an. Das ist mal wieder hier so ein Beutelchen. Ich schütze aus, vielleicht hier nach, ich mache hier mal ein bisschen Platz. Hier sieht es aus. Und ja, also ich schütze mir hier auf die Seite und dann legen wir uns das Beutelchen wieder auf die andere Seite und schmeißen es rein. Ja. Wer mir auf Instagram folgt, hat es wahrscheinlich schon gesehen, ja, wie viel tausend Stück das ist mal wieder sind. Oder da habe ich, glaube ich, also wenn, dann habe ich so ein Häufchenbild gezeigt. Ja, also ich halte euch trotzdem die Nummern mal rein. Wie schon gesagt, manche Produkte gibt es auch nicht mehr. Also da weiß ich, dass ich das letzte im Warenkorb hatte. Es steht ja auf dieser Seite immer schön drauf, wie das Gewicht ist und wie die Stückzahlen sind, die sie eben noch haben. Und ja. Von dem her, ich zeige euch die Nummern, ihr könnt sie euch aufschreiben. Ich zeige euch aber immer erst das Produkt und dann zeige ich euch die Nummer, weil ich immer finde, es ist am besten, wenn man erst sieht, was man haben hätte können und dann kann man selber entscheiden, ob man die Nummer braucht oder nicht. Also, hier haben wir mal so, wie schon gesagt, ich fange jetzt einfach mal mit den Charms an. N-Beats verlinke ich euch in der Infobox. Ich weiß nicht, wie lange diese Promo noch geht. Ich glaube, bis Montag oder Dienstag. Ja, also wir fangen jetzt einfach mal an. So ist das. Hier haben wir aus Acryl so kleine Blätter zum Ranhängen. Die haben hier oben das Fädelloch. Ich halte es auch jetzt nicht, also es ist echt viel. Ich halte jetzt auch nicht alles 300 Jahre in die Kamera. Aber ja, wenn ihr diese Nummer eingibt, müsstet ihr da hinkommen, wenn es den Artikel noch gibt. Das hier vorne, dieses CCB, heißt immer, dass es Acryl-Charms sind und dann halt die Nummer. Und bei Metall-Charms finde ich schnell welche. Warte mal. Da steht dann hier zum Beispiel dieses T-Bip. Ne? Also das ist dann immer, dass ich es nicht immer dazu sagen muss. T-Bip ist immer Metall und Dings CCB ist immer Acryl. Genau, also die kleinen Blättchen haben wir hier. Zu den Blättchen passend haben wir hier so kleine Blümchen. Das sind ein bisschen größere Anhänger. Die sind auch ganz schön mit der Nummer 50 Stück. Ich habe auch manche Sachen doppelt und jetzt haben wir natürlich hier einen Haufen. Muss ich mal gucken, ob wir das dann gleich finden. Ansonsten erinnern wir uns gemeinsam dran und schmeißen es dann halt einfach so in die Tüte. Tüte. Also davon habe ich auf jeden Fall zwei. Das sind so kleine Herzchen mit Pünktchen drauf. Guck mal. Die sind süß. Acryl eben, 50 Stück mit der Nummer. Und ich habe eigentlich zwei Päckchen, aber die kommen dann irgendwann später. Dann habe ich solche Blümchen nochmal mitbestellt. Die hatten wir das letzte Mal ja schon. Ich fand die aber super schön. Wartet mal, ich versuche die mal zu separieren. Komm mal her hier. Guck mal. Die sind schön. Da kann man in die Mitte auch noch mit dem Schmucksteinkleber von Stanger, also den es bei Teddy gibt, schön ein Strasssteinchen reinkleben. Entschuldigt. 50 Stück mit der Nummer. Sind auch super schön, finde ich. Dann haben wir hier Schmettis. Die sind auch ein bisschen größer und vor allem sind sie dreidimensional. Das finde ich immer ganz toll bei Charms. Ne? Also wenn sie vorne und hinten gleich sind, dass sie halt ne, auf jeder Seite bamseln können. Das sind das sind auch nur 20 Stück. Krass. Die habe ich aber auch zweimal. Also diese Nummer, 20 Stück, habe ich zweimal. Dann um die konnte ich einfach nicht rum. Guckt mal, es sind so Schleifen, so große Schleifen. Und die haben hier oben am Kiel, haben sie eben ihr Fädelloch hier durch. Ne? Also es sind hier so Acrylschleifen. Schleifen? Federn sind es, keine Schleifen. Schleifen haben wir dann auch noch. Wartet mal kurz, ich muss mal schnell noch Nase putzen. Wartet mal. Ist nämlich noch früh am Morgen, dann muss ich immer mal schneuzen. Schneuzen. Was haben wir dann weiter? Dann haben wir hier, die sind auch schön. Guck mal, die sind ganz, ganz klein. Ditze, ditze, dein.
Das sind hier so Plaketten. Ich hole jetzt nicht alles raus. Das müsst ihr so sehen. Ja, das geht, ne? Das sind hier so kleine Anhänger, wo Love draufsteht. Voll süß. Da sind 50 Stück drin. Also die sind mini klein, ne? Wenn man mal so anguckt, im Gegensatz hierzu, das sind auch 50 Stück. Ne? So von den Beutelgrößen. Ist schon süß. 50 Stück mit der Nummer. Da müsste ich aber auch zwei irgendwo haben. Kommen dann schon noch irgendwo. Dann machen wir halt hier gleich weiter. Das sind Schlüssel und zwar, die hole ich jetzt auch nicht raus. Gestern bei dem Video hatte ich sie rausgeholt. Das sind 5 Sets und zwar sind da, ich glaube, immer 10 verschiedene drin. Dann müssten das jetzt 50 Stück sein, ich glaube aber noch nicht dran. Also da sind immer 10 verschiedene und die 5-mal. Ne? Also das steht dann auch auf der Seite so dort, 5 Sets, hier steht es auch nochmal. Und die sind aus Metall mit der Nummer, halt so verschiedene Schlüsselchen. Die, soll ich die rausholen? Aber dann wird es ewig lang. Ne? Also, das sind halt Schlüsselcharms. Unterschiedliche. Die hier, auch schon mal bei Schlüsselchen sind, habe ich hier so goldene Schlüsselcharms. Die habe ich aber auch öfter mitbestellt. Die finde ich richtig süß. Guck mal. So kleine goldene. Seht ihr das? Verschwimmt das heute alles irgendwie? Nee, passt schon einigermaßen. Ne? Also, so kleine goldene Acrylschlüssel mit der Nummer. 50 Stück. Und die habe ich auch noch einmal. Ich bin nicht dreimal, das weiß ich jetzt auch nicht. Finden wir dann schon. Die haben wir. Dann haben wir Peace-Zeichen. Die müsste ich auch zweimal haben, aber das finden wir dann, wie schon gesagt, halt so, ne? Plaketten, Peace-Zeichen, finde ich ganz cool. Mit der Nummer 50 Stück in Acryl. In Acryl. Hier haben wir nochmal so ein Beutelchen mit diesem Charm-Schlüsselmix. Hier sind nochmal die Federn, die habe ich auch zweimal bestellt. Wie soll das bei mir auch anders sein? Dann habe ich die mitbestellt. Die sind super witzig. Die wollte ich mir das letzte Mal schon mitbestellen und dann waren sie aber aus. Guckt mal, das ist so wie so ein Totem, sage ich jetzt mal. Ne? Also, oder wie so, ich will jetzt nicht nichts Falsches sagen. Ist das Maya oder ist das Inka? Also irgend so. Aber ich finde die ziemlich cool, ne? Die sind auch ein bisschen größer mal. Das sind auch nur 10 Stück, weil die so groß sind mit der Nummer. Ja, und wie schon gesagt, also die hatten wieder Promo. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt diese Promo noch haben oder eben auch nicht. Also, keine Ahnung, kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich kann vielleicht mal gucken, bevor ich das Video hochlade, dann kann ich es euch vielleicht noch in die Infobox schreiben. Hier sind nochmal Schlüsselchen. Ja, Schlüssel. Dann haben wir hier so kleine Plaketten. Die hatten wir das letzte Mal auch schon dabei. Das sind so kleine Putti-Dings, also so kleine Engelchen auf so einem runden Kringel. Entschuldigt bitte. 50 Stück mit der Nummer. Und es, ich weiß auch, dass es manche Teile schon gar nicht mehr gibt, weil ich... das ist immer bei N-Beats ein bisschen komisch. Also ich habe, wie ich das erste Mal abschicken wollte, also als ich die Bestellung abschicken wollte, hat es wieder, bin ich dann auf Zahlen mit PayPal gegangen und dann hat es mir wieder den ganzen Einkaufswagen durcheinander geworfen, weil wahrscheinlich irgendwelche Pakete oder irgendwelche Produkte nicht mehr da waren. Und das fand ich dann voll blöd. Und, ja, und dann habe ich vorgestern, weil ich ja wusste, dass irgendwann dieses Paket ankommen soll, nochmal durchgeguckt und wollte mir manche Größen nochmal anschauen und dann hat es geheißen, Produkt nicht verfügbar oder Seite nicht verfügbar. Super Geschichte, vielen Dank dafür. Aber egal. Also, dann haben wir hier noch so ein kleines Rehlein, so ein kleines Rehkitz. Guckt mal, die sind doch auch ganz süß. Die sind auch so ganz klein und zart, aber sind auch aus Acryl. Diese Nummer 50 Stück und ich glaube, die habe ich auch zweimal. Finden wir dann eben später. Hier sind nochmal die Love, habe ich jetzt gerade nochmal gefunden. Schmeißen wir gleich mit weg. Also weg, also in die Box halt wieder rein. Nicht, dass sich jemand aufregt, wie man so mit seinen Sachen umgehen kann. Wie beim letzten Mal. Ja, hier sind so kleine Delfine, also so wirklich mini kleine. Ich mag ja so kleine Charms auch mal ganz gerne. 50 Stück mit der Nummer und vor allem sind die auch dreidimensional. Also die sind auch auf der Rückseite und auf der vor der Seite gleich. Hey, was denn los, Steffi? Hä? Aufpassen. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir Einhörner. Da muss ich mal eins rausholen, weil die sind so gepresst in diesem Ding, dass ihr es nicht sehen würdet.
Ich lege das mal hier auf meine zerknautschte Hand. Guck mal. Die sind schön. Also es gibt ja auch tatsächlich Einhorn-Charms, die mir nicht gefallen, aber die sind erstens dreidimensional, also von beiden Seiten. Und die sind auch von der Darstellung echt schön. Die sind süß. 50 Stück mit der Nummer, aber auch da habe ich, glaube ich, zwei Päckchen, wenn wir sie dann finden. Was haben wir noch? Was ist das? Ah, hier sind nochmal Schlüsselchen. Wartet mal. Ja, leck. Warte mal, ich versuche mal einen hier so ein bisschen. Guck mal, hier sind so klein, ganz, also die sind wirklich noch mal dünner als die anderen, als die Acryl. Die sind aber auch aus Metall, die sind super süß. 50 Stück mit der Nummer. Ja, steht jetzt nicht T-Bab drauf, aber die sind trotzdem aus Metall. Dann habe ich hier noch mal solche Herzen mitgenommen. Die hatte ich auch das letzte Mal schon. Die finde ich richtig, richtig schön. Die haben so Blumen, Blüten auf dem Gedingste-Bumste hier eben drauf. 20 Stück sind da nur drin, tatsächlich, mit der Nummer. Wenn es jemand interessiert. Hier sind nochmal die Delfine, die packe ich gleich mal mit weg. Also immer, wenn ich so was Doppeltes finde, das packe ich dann halt gleich weg. Hier haben wir auch was super Schönes. Passt auch jetzt schön zu Valentinstag. Der kommt ja jetzt dann bald. Das sind so kleine Herzchen mit Flügelchen. Sind super schön. Kann man auch mal an einem größeren Perlenengel, so wenn man nicht mit Nietstift, sondern mit Ösenstift, unten dann nochmal mit dranhängen, finde ich die ganz süß. Sind 50 Stück drin mit der Nummer. Und auch die müsste ich zweimal haben. Ja, genau, die haben wir auch zweimal. Ich schmeiß mal gleich beide in die Box, in the Box. Die hatten wir auch schon, ne? Diese kleinen Herzchen mit den Pünktchen. Das ist ganz gut. Die Peace-Zeichen hatten wir auch schon. Ja, und dann finden wir den Rest schon. Hier haben wir nochmal Herzchen. Herzchen, Steffi ist zurzeit liebesbedürftig. Merkt ihr das? Hier sind so kleine Herzchen mit kleinen Herzchen. Also so größere Herzchen mit kleinen Herzchen. Und die haben hier unten nochmal ein Fädelloch. Das heißt, da kann man mal noch was dran bamseln. Auch ganz schön. 20 Stück sind da nur drin mit der Nummer. Auch aus Acryl. Hier sind nochmal die Acrylschlüssel vom Anfang. Es wackelt. Es wackelt. Es wackelt. Hier habe ich. Die habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Die habe ich auch noch einmal, glaube ich. Sind so kleine Kreuzchen, weil ich jetzt gedacht habe, es fängt ja jetzt wieder die Zeit von Kommunionen und Konfirmationen an. Vielleicht kann man sowas mal irgendwo mit dran bamseln. 50 Stück mit der Nummer. Ja. Da kommen aber auch noch andere aus von eBay Kreuzchen. Also ich habe auch bei eBay noch bestellt und bei Ali, von Ali müssen ganz viele Sachen noch ankommen und noch einmal Doreen Beats Nachlieferung. Da habe ich auch schon wieder echt, na, ich habe da gedacht, alles gut. Dann haben wir hier nochmal so Herzchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die das letzte Mal auch schon hatte. Das sind so super schöne 3D-Herzen mit Herzen auf dem Herzen. Wie oft kann man Herzen in einem Wort, in einem Satz sagen, ohne dass der Satz seinen Sinn verliert? Ja. Da sind auch nur 20 Stück drin, weil die so schön sind. Mit der Nummer habe ich die nur einmal. Anscheinend. Anscheinend. So, was ist denn da hinten noch? Hier haben wir noch Anker. Anker sind doch auch immer, gehen ja auch immer, ne? Guck mal. Anker mit Kette, auch dreidimensional, ne? Da läuft die Kette dann halt hinten unten vorbei. Ganz cool. 50 Stück mit der Nummer. Dann haben wir Schlüsselchen, so filigrane aus Acryl, so filigrane silberne. Ich glaube, die hatte ich das letzte Mal auch schon, weil ich halt, weil Schlüssel gehen ja fast echt überall ran zu bamseln, ne? Also die hier haben wir 50 Stück mit der Nummer. Die habe ich auch zweimal. Genau. Hey, das geht richtig gut mit euch heute. Freut ich mich. Da sind nochmal diese kleinen Rehkitzisse, die ich vorhin schon hatte. Dann haben wir hier Sternchen. Ach, das sind schon die. Jetzt kommen dann schon die ersten Fails. Muss man uns dann mal genauer anschauen. Diese kleinen Sternchen kennen wir auch alle. Die gibt es ja auch bei Doreen Beads, ne? Also 100 Stück in Metall, weil ich gedacht habe, ich habe keine mehr mit dieser Nummer. Aber ich habe sie dann wieder gefunden, tatsächlich. Gestern beim Ausmisten oder Ausmisten aufräumen. Die fand ich auch ziemlich cool. Das war, glaube ich, so ein Artikel, wo es der letzte war, weil da hatte ich zwei im Einkaufswagen und als ich dann das erste Mal auf Bestellen gedrückt hatte und es hat nicht funktioniert, hatte ich dann statt zwei nur noch eins von diesem im Einkaufswagen. Also ich glaube, das waren tatsächlich die letzten. Es sind eben so kleine Wunderlampen, ne? So Genie-Wunderlampen. Ei, da wo ist Stefanie? Die finde ich ganz super. CCB, also wieder Acryl.
50 Stück mit der Nummer, dieser Nummer. Hier haben wir Eiffeltürme. Guck mal, die sind ganz schön groß. Ich habe hier ein Lineal liegen, da schauen wir mal. Also mit Schlaufe sind die trotzdem 3 cm ungefähr, so um den Dreh. Aber leider halt nicht dreidimensional. 50 Stück mit der Nummer. Ja, dann geht's schon weiter, Leute. Es geht schon weiter. So ein paar Teile kommen davon übrigens auch in den Shop, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Und ein paar Teile gehen auch als Dingsbums auf Reisen, als Ü-Post. Ich werde, muss mal gucken, wie ich es schaffe. Ob ich es dieses Wochenende eben noch schaffe, die ganzen Päckchen zu packen. Oder ob das nächste Woche Mittwoch, habe ich das erste Mal wieder frei dieses Jahr, meinen freien Mittwoch. Vielleicht passiert es auch da erst. Hier haben wir nochmal diese wie heißen sie denn? Ja, diese Totempfahle, ne? So unter dem Motto, so ungefähr. Dann haben wir hier nochmal die Einhörner und ich glaube, dann haben wir alles, was doppelt war. Also was ich euch bis jetzt schon gezeigt habe. Die hole ich mal raus, weil die riesig sind. Guckt mal, das sind so große goldene Eulen. Die sind auch schön. Auch da können in die Augen noch kleine Glitzersteinchen rein, wenn man das möchte. Gell? Dreidimensional, also auf beiden Seiten. Sind super schön. Waren auch ein bisschen teurer. Jojojo, waren auch ein bisschen teurer. 10 Stück mit der Nummer. Und weil 10 Stück einfach zu wenig sind, habe ich gleich mal 2 Päckchen mitgenommen. Und Eulen hatte ich doch nochmal in Silber. Ja, hier. Tada! Die sind auch super, super, super schön. Die sind Silber und auch dreidimensional. Guckt mal, die sind noch schöner als die silbernen, als die goldenen. Die finde ich richtig schön. Also auf beiden Seiten gleich. Niki, erwarte meine Post. Da kommen auf jeden Fall welche mit zur Niki, weil die so super schön sind. 20 Stück sind es auch nur mit dieser Nummer. Diese Nummer. Ich trinke mal von meinem Kaffee. Oh, ich glaube, ich wache langsam auf. Das Männchen schläft auch noch. Das ist immer das Schönste, wenn die Männchen am Wochenende noch ein bisschen schlafen. Ich habe auch gerade auf Instagram ein Bild gepostet. Es ist heute mal Sonne wieder da und ich sitze hier unten im Keller. Eigentlich ist man völlig bescheuert. Die Katzen sind gerade raus und Sonne. Echt, schaut mal nach. Das ist ein, ich finde, ja. Halt Bild von meinem Garten, aber trotzdem halt mit Sonne. Dann haben wir hier, das sind auch wieder so 5 Sets. Da habe ich aber 1, 2 Mal habe ich die, ne? 2 Mal oder 3 Mal? 2 Mal, denke ich. Und das sind Tiere, dreidimensionale Tiercharms aus Metall. Und die sind, die waren echt auch ein bisschen teurer. Aber ich musste sie einfach haben. Zum einen, schaut mal, das sind so kleine Schafe. Die Steffi mag ja Schafe. Dann haben wir hier noch Affen. Also ich habe es wegen den Schafen und wegen diesen süßen Koalas. Guckt mal, sind die nicht süß? Also wir haben Schafe, wir haben Koalas, da ist noch ein Schaf. Dann haben wir hier so Mäuse. Vielleicht soll ich euch so zeigen. Hä? Also so Ratten, Mäuse, Eichhörnchen, die haben eine Nuss in der Hand. Dann haben wir hier noch so Löwipövis, so Löwen halt. Komm her jetzt. Hier, so Löwis, was ist noch drin? Hier Hunde, die finde ich super süß. Guck mal, so dreidimensionale Hunde. Und so 3D-Charms sind halt einfach ein bisschen teurer, ne? Und dann, ja, ist es halt so. Die kriegt auf jeden Fall Papa einen davon ab und Papas Frau, also meine Stiefmama, weil die haben sich jetzt ein Hündchen angeschafft, dass sie nicht so alleine sind. Das ist sehr süß. Das kleine Fienchen wohnt jetzt bei Papa. Ich glaube, das war es auch so. 5 verschiedene oder 6 verschiedene. Die habe ich 2 Mal mitgenommen, zeige ich euch die Nummer, aber ich glaube auch die gab es nicht mehr. Ich glaube auch da habe ich den Rest aufgekauft, sonst hätte ich da wahrscheinlich auch mehr gekauft. Die waren richtig süß. Die sind richtig süß, genau. 2 Päckchen haben wir davon, jeweils 5 Sets mit dieser Nummer. Müssen wir mal gucken, was wir damit alles anstellen. Dann habe ich hier nochmal Katzencharms, weil ich halt einfach der Katzenmensch bin, gell. Wartet mal, hol ich mal einen raus. Das sind auch nur 5 Stück drin und die waren auch nicht so günstig. Guckt mal, das sind so richtige, ich weiß, dass ich schlau bin und dass ich hübsch bin, Katzen. Ne? Also so wie unser kleines Fräulein hier, unsere Means.
Da kann man dann in die Augen entweder noch Wackelaugen reinkleben, wenn man so kleine hat. Gell? Ich muss mal gucken, ob ich so kleine habe. Oder halt den Strassstein. Und dann ja, sind das sehr schöne Anhänger. Die sind auch, wie groß sind die? Sind ein bisschen größer mal. 4,5 ungefähr, so um den Dreh. Wie schon gesagt, sind nur 5 Stück drin. Und das habe ich auch nur noch einmal mit dieser Nummer. Ich glaube, die waren auch nicht in der Promo. Ich glaube, die waren regulärer Preis. Weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau. Dann haben wir hier 2 Stück in einem Päckchen nur. Guckt mal. Die sind doch Hammer, oder? Das sind so riesige Pfauen. Und unten die 2 unteren Gliederreihen sind auch noch beweglich. Die sind hier mit so richtig dicken, fetten Biegeringen festgemacht. Also die fallen auch nicht runter. Und da möchte ich mal probieren, ob man da nicht wirklich überall noch so einen kleinen Stressstein reinsetzen kann. Das müsste doch funktionieren, oder? Das müsste doch halten. Müssen wir mal ausprobieren. Ich fand sie auf jeden Fall schön. Ich glaube, auch die waren nicht in der Promo. 2 Stück, wie schon gesagt, mit der Nummer. Finde ich richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Dann habe ich hier nochmal auch nur 2 Stück. Auch hier will ich. Achso, die sind nochmal eingepackt. Oh. Da muss ich übrigens auch irgendwann nochmal ein Infovideo dazu machen mit diesem Einpacken. Aber das machen wir wann anders. Also ich muss, ich sag's vielleicht gleich mal, ich werde auf jeden Fall versuchen, mal so ein bisschen Müll zu reduzieren. Wenn es wieder Wundertüten geben sollte oder gibt, es wird welche geben, dann werden die wahrscheinlich anders gepackt sein. Aber auch, wie schon gesagt, das gibt's dann im Wundertüten-Video selbst. Hier haben wir so Bäume in einem Kreis und auch hier sieht man, haben die Blätter hier so Löchleins und auch da können super schön Stresssteine nochmal rein. Ich habe so kleine grüne Hotfix-Steine und das ist sehr praktisch. Die versuche ich da mal reinzukleben. Vielleicht machen wir es auch miteinander, dass man da einfach mal ein Quatschvideo draus macht und ihr schaut mir zu, wie ich hier Klebesteinchen rein. Es ist bestimmt auch echt spannend für euch. Ja, dann haben wir hier noch so kleine Skelette. Die fand ich auch mal sehr süß. Guck mal, der ist voll gechillt. Und von hinten halt dann die Rückansicht. Die sind auch ziemlich cool. Halt für Halloween oder so. Es kommt ja alles wieder, ne? Auch Weihnachten kommt ja irgendwann wieder. 20 Stück mit dieser Nummer. Diese Nummer. Dann habe ich hier, soll ich sie euch gleich zeigen? Oh, ich muss sie euch gleich zeigen. Schaut mal. Halt ich mit meinen, ne, scharf gekloppt. Guckt mal. Da habe ich echt. Also, ich habe schon in der. Oh, was klebt denn da drauf? Oh, hier ist ein bisschen Babut. Aber das macht nichts. Ist ja nur für mich. Da habe ich in der Videobeschreibung mal wieder echt, in der Videobeschreibung, in der Artikelbeschreibung mal wieder blöd geguckt, ne? Also ich habe es eigentlich gedacht, ich habe es richtig gelesen, aber ich habe dann von der Größe trotzdem mir nichts anscheinend drunter vorstellen können. Also die sind 5 cm in der Breite und von der höchsten Seite sind es knapp 7 cm. Aber ich finde sie cool, da kommt eine Kette, wird eine Kette für mich selbst draus gemacht. Mal gucken. Und vielleicht ist da draußen ja noch ein Schaffan, der Schafe genauso cool findet wie ich. Und dann gehen die mit weg. Ne? Mal gucken. Dann haben wir hier, das sind hier die Fails, die lege ich mal gleich da oben hin. Die zeige ich euch dann schon noch. Dann haben wir hier, die mache ich jetzt auch nicht auf, habe ich gestern auch nicht aufgemacht im Video. 2 Mischungen bronzefarbener Charms. Und zwar sind das 100 Gramm. Und da ist alles, soll ich es mal aufmachen? Ha, was sagt ihr? Keine Ahnung. Wer keine langen Videos mag, kann ja spulen. Ich zeige es euch trotzdem mal schnell. Oder ich will ja auch selber mal schnell durchschauen. Also hier ist so eine Mischung aus bronzefarbenen Charms. Hier sind Schlüssel, dann sind so Plaketten. Oh, guckt mal, hier sind sogar noch so offene, also so, wie heißt denn das? Fassungen halt. Wortfindungsstörungen heute echt. Hier steht Miracle drauf, gell? Dann sind hier so Knöpfe nochmal. Los Angeles steht da drauf. Ist ja vielleicht ein wenig doof. Hier sind kleine Flügelchen. Hier so eine Kussmundplakette. Das konntest du halt auch nicht aussuchen. Das kam halt so. Was ist denn das? Aha. Krass. Genau. Also die Teile kamen so. Es ist halt ein Mix in Bronzefarben. Hier so eine kleine Handtasche. Die ist ja witzig. Guck mal. So eine kleine Handtasche. Solche Sachen sind da halt drin. Born to Shop. Ha, wie witzig.
Sehr, sehr cool. Genau. Ich packe das schnell mal ein und dann, also die haben wir zweimal, ich zeige euch schnell noch die Nummer und dann muss ich das schnell mal einpacken. Da braucht ihr jetzt ja nicht dabei sein. Oder schaffen wir es schnell ohne, dass das jetzt ewig dauert. Warte mal. Joa, müsste gehen. Müsste gehen. Jo. Hervorragend. Ach, das brauchen wir vielleicht gleich nochmal. Wir werden vielleicht die anderen Sachen auch schnell noch aufmachen. Charms haben wir es dann auch schon fast geschafft. Also es waren diesmal tatsächlich, ich glaube, mehr Perlen als Charms. Oder mehr so anderes Zubehör als Charms. Ich glaube, das war das letzte Mal anders. Beim letzten Haul. Ja, das ging doch jetzt super schnell. Das ging doch jetzt super schnell. Dann habe ich hier noch so eine Mischung. Soll ich die auch mal auskippen? Also die geht aber nicht super schnell dann aufzumachen. Nee, die lassen wir jetzt mal drin. Das sind 200 Gramm Acrylcharms und zwar ganz unterschiedliche. Da sind auch so große Perlen mit drin. So große Zwischenteile einfach mal. Kleine, nur für euch, meine Schätze. Guckt mal, das ist hier unten, wiederholt sich dann logischerweise wieder. Also das hier ist da dann in dieser Mischung drin. Wie schon gesagt, eben so große, größere Perlen oder so ganz große. Die sind zum Beispiel hervorragend, wenn ihr Ketten macht. Also so große, lange Ketten, dann die da dazwischen. Die wiegen halt nicht viel und machen aber viel Raum. Vielleicht machen wir auch mal eine Kette miteinander. Wir müssen eh mal ein bisschen wieder miteinander basteln. Das ist ja fürchterlich langweilig auf meinem Kanal. Also ich, wenn hier Abonnent wäre, würde ich sagen, was ist denn das für eine Flachzange? Hier sind auch noch mal so Perlen. Hier so eine mit riesigem Loch. Und dann sind halt dazwischen so kleine Charms. Was ich mit denen hier machen kann, weiß ich noch nicht. Also das sind so Zackenspitzen. Keine Ahnung, für was man die braucht. Also so mal einen zum mit dran bamseln, ja. Aber so in der Masse finde ich die ein bisschen kritisch. Dann ist hier so ein Herz. Ganz viele von den Einhörnern sind tatsächlich mit dabei. Das habe ich aber nicht gesehen auf dem Produktbild. Hier sind so dreidimensionale, wie heißt's? Sternchen. Sternchen! Finden wir das Wort Sternchen nicht. Hier sind so dicke, fette Herzen noch mit drin. Dann eben hier auch solche Ringe. Ne? Also da kann man dann mal von beiden Seiten einfach ein Dings hier durchfädeln, ein Lederband und dann hat man ein schönes Armbändel. Also alles Mögliche eben. Ich bin ganz zufrieden mit dem Mix. Es gibt ja auch manchmal so einen Mix, wo du sagst, boah, kann kein Mensch gebrauchen, aber der ist ganz cool. Hier ist nochmal so ein Verbinder mit Love. Hier so ein kleines Autochen. Normale Acrylperlen und hast du nicht gesehen. Da freue ich mich jetzt schon aufs Wegsortieren. Also dann halt aufs Durchsortieren und in die Schächtelchen einfach reinwerfen. Da freue ich mich immer drauf. Das muss ich jetzt aber erstmal wieder da reinfrickeln und es dauert jetzt ja auch ein bisschen länger. Deshalb mache ich mal ganz kurz Pause und dann zeige ich euch noch die goldenen Mixe. Wartet mal. So, ich weiß gar nicht, ob ich euch davon die Nummer gezeigt habe, von diesem 200 Gramm Mix. Das ist diese Nummer. Nee, das sind die großen, also der große silberne Mix. Und dann habe ich hier, das war tatsächlich das teuerste Päckchen oder der teuerste Artikel, den ich gekauft habe. Das sind 500 Gramm Metallcharms in Gold, weil ich einfach ganz, ganz wenige goldene Charms nur habe. Und da habe ich echt, da habe ich mich, wie ich die gestern aufgemacht habe, ich zeige euch mal die Nummer, während ich quatsche, da habe ich mich echt drüber gefreut, weil ich auf dem Bild hat es so ein bisschen ausgesehen, wie wenn das vielleicht auch Antiksilber, Antikgold wäre und so dieses schmutzige Gold. Ihr wisst alle, was ich meine. Und dann sind die aber trotzdem, also die sind, haben trotzdem nicht Antikgold, sondern dieses Hellgold-Farbe-Dingsbums. Und da habe ich mich echt gefreut. Soll ich da auch mal, naja, jetzt sind sie eh schon offen. Ich tue mal nur so einen kleinen Schwupps hier drauf. Es wiederholt sich, es sind nicht so viele unterschiedliche, aber sehr, sehr schöne. Zum einen schaut mal diese Federn. Die sind super schön. Oder hier so Herzchen. Dann haben wir hier so einen kleinen Amor. Auch der ist wirklich schön. Also es gibt ja auch manchmal so Darstellungen, so Putti oder so Dingsdarstellungen, wo das dann echt nicht schön ist. Hier haben wir so kleine Sonnen. Die sind auch super süß. Da hinten steht drauf, da steht irgendwas drauf. Made with a smile. Finde ich richtig süß. Guckt mal. Dann haben wir hier Schmettis. So kleine Schmetterlinge. Blätter sind mit drin. So kleine Füßchen, guck mal, so ganz kleine Füßchen, so Herzen in dreidimensional, was bist denn du, da ist noch ein anderes Herz, die sind schon schön, hier sind noch Teddybären, ne? Also halt so ein bunter Mix an Metallcharms in Gold,
Da habe ich mich echt drüber gefreut. War der teuerste Artikel, wie schon gesagt, waren in der Promo und haben in der Promo 7 Euro hast du nicht gesehen, gekostet. Und wenn man mal bedenkt, dass in dieser Promo ja immer mindestens 50% pro Artikel sind, also 50-80%, glaube ich, waren es diesmal. Oh, hier ist so ein mini kleines Seepferdchen, das ist ja auch süß, habe ich nicht gesehen das letzte Mal. Also müssen die jetzt mindestens 14 Euro kosten. Hier ist noch eine Feder, die ist auch super schön. Also müssen die jetzt mindestens um die 14 Euro kosten. Na, wie schon gesagt, also bei mir haben sie 7 Euro und ein paar zerquetschte gekostet. Ich versuche das jetzt mal wieder hier rein zu frickeln, ohne dass es so sehr raschelt, dass ihr nichts mehr von mir, meinem Gequatsche hört. Mir und meinem Gequatsche hört. Super, hat funktioniert. Gut. Die haben wir noch. Habe ich euch die Nummer gezeigt? Weiß ich nicht. Guck mal. Ja, ich denke, ne? I think so. Gut, dann können wir das jetzt wegtun, weil das waren so die letzten Mixtütchen. Ich zeige euch nochmal meine Fails, was ich hier noch gekauft habe. Und zwar habe ich mich da ein bisschen geärgert. Das sind auch jeweils nur 2 Stück. Aber ich habe gedacht, die sind tiefer. Also die sind, man kann da Harz reinfüllen. Die sind eigentlich schon ganz schön, so als Anhänger. Sind leicht, sind aus Blech. Also halt irgendwie aus einem Metall, das ganz dünn gemacht werden kann. Also, ne, hier. Und sind auch so schön satiniert. Also wer große Ohrringe mag, der kann sich die gerne nehmen. Also die kann die dafür verwenden, weil sie wirklich leicht sind. Ich hatte halt gedacht, man kann hier mit Harz noch irgendwie was reinfüllen, aber die sind zu flach. Also da ist der, die sind wirklich nur ganz dünn. Guckt mal. Seht ihr das so ein bisschen mit meinen Knackwurstfingern? Ja, ne, das kann man erkennen. Also es ist so ganz dünnes Blech. Das macht es ja halt auch leicht. Also wenn da jemand Interesse dran hat, ich werde die jetzt nicht extra irgendwie in den Shop einstellen, dann entweder unter dem Video oder halt über die Facebook-Gruppe. Ich muss schnell mal trinken. Echt, Moment. Lecker, lecker. Also wenn da jemand Interesse hat, einfach mal melden. Da habe ich zum Beispiel 1, 2, 3 mal diese Runden. Dann habe ich die in Herzform, die sind ein bisschen kleiner. Die habe ich auch 1, 2, 3 mal und 3 mal so Blümchen. So Blümchen. Ne? Also wie schon gesagt, für Ohrringe, wenn jemand große Ohrringe mag, sind die super, weil halt sehr leicht. Für mich sind ein bisschen Fails, die sind jetzt nicht hässlich oder so, also ich werde sie jetzt nicht wegschmeißen, aber nicht für den Zweck zu gebrauchen, den ich dafür auserkoren hatte. Dann habe ich hier, die sind jetzt irgendwo, wo sind die denn aufgetaucht? Hier habe ich noch so kleine Cupcake-Charms, das sind auch nur 20 Stück und die sind wiederum super, weil die sind so vertieft, die kann man tatsächlich befüllen. Das finde ich mega. 20 Stück, wie schon gesagt, sind da nur drin mit dieser Nummer. Dieser Nummer. Judy, jetzt weiß ich nicht mehr, wie lange das Video vorher war. Ich glaube, ich zeige euch die Lünetten noch, weil ich habe Lünetten gekauft. Da wird auf jeden Fall mal was auf euch zukommen. Da versuche ich so ein bisschen mit Ali zusammen. Das klingt sehr cool. Mit Ali zusammen. Also da habe ich was vor für den Shop mit euch. Ich zeige euch die Lünetten halt mal, wenn es euch interessiert. Ich kipse wieder daher. Die stehen hier in der Box. Machen wir die Box hier oben hin und dann schmeißen wir es wieder rein. Zum einen haben wir hier, auch die lasse ich jetzt die meisten drin, wo man es gut sieht, gell? Habe ich hier so Kätzchen. Guckt mal, die sind doch sehr süß, so geflügelte Kätzchen. Na? Die hatte ich das letzte Mal in Bronze schon mitgenommen. Jetzt dürfte ich sie in Silber nochmal mit. 20 Stück mit dieser Nummer. Und die haben wir auch noch in Gold. In Gold. Dann, das ist so ein Mix, die machen wir dann mal auf, weil wir die halt aufmachen müssen. Dann haben wir hier so Kolben, so Laborkolben in Rose Gold. Die fand ich auch super schön. Guck mal, da kann man halt auch unten echt mal was reinmachen. Ne? Ich habe zum Beispiel auch wieder so Herzen mit nachbestellt. Wartet mal. Die hier, diese silbernen Herzschlüssel, die hatte ich auch das letzte Mal schon bestellt. Die müssen wir dann auch mal schnell rausholen. Da, ne, wartet mal, ich mache es mal gleich, dass ich euch den Vergleich mal so zeigen kann. Ich mag die ja super gerne. Ich komme gleich mal aus dieser Knisterverpackung raus. Die kommen dann alle eh in die Sortierkiste.
Schlau, habt ihr das gesehen? Also, ne, wir haben ja, die hatte ich das letzte Mal schon in allen Farben. In Rose Gold, in normalem Gold, in Bronze und in Silber mitgenommen. Und ich finde die echt schön. Ich mag die sehr, sehr gerne. Aber kreativ ausleben kannst du dich da nicht weiter. Also, du kannst sie halt füllen mit Farben. Du kannst hier vielleicht noch was Kleines reinmachen, aber dann ist auch schon Rebo. Die hier sind halt einfach ein bisschen größiger. Ein bisschen größer und ein bisschen bauchiger und dann kann man halt hier unten auch mal einen größeren Sticker vielleicht eingießen oder so. So ein krankes Häschen oder so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Joa, also die haben wir. Jetzt zeige ich euch erstmal die hier. Die sind Rose Gold Tönstück sind dort drin in dieser Nummer. Die habe ich auch zweimal mitgenommen. Dann, wie schon gesagt, diese Schlüsselherzchen-Dinger in Silber mit dieser Nummer. Wie viel sind da drin? Auch 10 Stück. Wenn wir schon mal bei Schlüsselherzchen sind, dann habe ich hier mit dieser Nummer mal anders geformte in Antiksilber. Die anderen sind ja alle so dieses normale Diamantsilber und die sind ein bisschen anders geformt und haben mal so diesen Antik-Touch mit. Finde ich auch super schön. So kleine Schlüsselchen. 20 Stück sind da drin mit der Nummer. Die habe ich auch zweimal, I think so. Genau, zweimal in Antiksilber und einmal in Diamantsilber, 20 Stück mit dieser Nummer. Was ist da der Unterschied? 08AS, Antiksilber und S. 08S. So ist der. Oh, entschuldigt. Die haben wir. Dann haben wir die nochmal in Dings hier in Diamantsilber, weil ich die so schön fand. Da habe ich, sind auch ganz cool, die waren nochmal in Bubbelfolie eingepackt, warum auch immer. Guck mal, der ist ja windschief, sind die alle so schief? Tja, krass, warte mal. Nee, der geht einigermaßen, aber der andere ist echt ein bisschen schief, naja, nee. Also auf jeden Fall sind es hier so Pokale, ne, also so, ja, Pokale eben, aber die finde ich jetzt, kritisch. Finde ich jetzt gar nicht mal so schön von der Verarbeitung her, muss ich echt sagen. Also hier auf jeden Fall in Antiksilber diese Pokale. Habe ich mir eigentlich gedacht, ne, wenn man halt jemanden so mal ehren muss oder so, dann da halt was reingefüllt. 10 Stück mit der Nummer in Antiksilber. AS, haben wir jetzt gelernt, ne? Und dann die gleichen nochmal in Diamantsilber mit dieser Nummer. Genau, die haben wir. Dann habe ich hier die, finde ich super süß. Guck mal, das sind so kleine Kutschen. Finde ich nicht süß? Palette, seht ihr so besser? Ja, ne? So kleine Prinzessinnenkutschen eben. Und da kann man, hier ist die Öse zum Aufhängen. Und wenn man aber möchte, kann man hier unten noch was durchbomseln, bamseln. Sehr, sehr süß. In Rose Gold. Da eben so einen kleinen süßen Prinzessinnen-Sticker eingegossen. Sieht doch super schön aus. 10 Stück mit der Nummer. Genau. Dann habe ich hier so Steuerräder oder was das, ja, sind Steuerräder. Auch wieder in Rose Gold, weil ich halt, ich finde Fire Rose Gold auch ganz schön mal. Guck mal, das sind so Steuerräder eben, ne? Wartet mal. Hier habt ihr die Nummer. 10 Stück sind da drin. Hier haben wir diese Kolben von vorher nochmal in Gold. Ach nee. Nee, das ist ein Mix, den zeige ich euch gleich. Hier haben wir wunderschöne Dingsterbums. Wie heißen sie? Luftballons. Oh, sind, ach so, sind zwei Zehnerpäckchen. Okay. Schau mal, das ist so Mama-Luftballon und Baby-Luftballon. Die sind auch cool. Die kann man richtig schön füllen, ne? Also das ist ja, brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Luftballons füllen. Primi prima. Die gab es leider nicht in Silber. Die hätte ich mir gerne auch in Silber noch mit zugelegt. Dafür habe ich sie jetzt zweimal in Rose Gold. Diese Nummer. Die vorangehen. Dann weiter Rose Gold. Die sind auch super schön. Guck mal. Es sind so wie Vogelkäfige, finde ich. Sehen die so ein bisschen aus. So ein bisschen vielleicht. Aber halt doch auch ganz süß. Halt so ein bisschen kleiner. 20 Stück mit der Nummer. Dann habe ich kleine Delfine. Ich finde, man muss die ja auch alle gar nicht unbedingt füllen. Also man kann die ja auch so als Charms verwenden. Vor allem die hier, die sind jetzt echt mini klein.
Guck mal. Das ist doch auch ein normaler filigraner Charm. Das muss doch nicht als Lünette dienen, oder? Die sind süß. Vielleicht die Innenverpackung mit weg. 20 Stück mit der Nummer. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann habe ich hier so bronzefarbene Uhren, so Taschenuhren. Guck mal. Und die sind cool, weil die kann man auch ganz sicher mit dem Bredermann-Harz füllen. Da brauchst du nicht unbedingt UV-Harz. Oh, UV-Harz dafür, weil die eben hinten zu sind. Beim Bredermann-Harz, ich habe es schon mal ausprobiert, aber auch dazu, ich habe es hier mal ausprobiert, ne, mit Bredermann-Harz zu befüllen. Es ist halt, ich weiß es noch nicht, vor allem bescheuert, ne, da sind jetzt die ganzen Sternchen hinten auf der Rückseite von dem Mond. Muss ich mal noch mir was dazu einfallen lassen. Also, ne, hier diese wunderschönen Taschenuhren in Bronze, das sind eher kleine. Aber das macht nichts. 10 Stück sind da drin mit der Nummer. Und die haben wir auch zweimal. Zweimal. Und dann haben wir es gleich mit dem ersten Teil des Videos haben wir es gleich geschafft, Leute. Ihr seid so tapfer. Hier habe ich nämlich noch dreimal die gleichen Artikel. Und zwar ist das so ein Mix gewesen in Gold mit, ich glaube, 10. Ein Set. Zähl mal halt. Und das sind hier unterschiedliche Lünetten. Der ist wieder schöner verarbeitet. Seht ihr das überhaupt? Ja, das seht ihr, wenn ich das so auflege. Guckt mal. Das ist ein super schöner Mix, wie ich finde. Ha? Schön, ne? Fand ich auch. Mal hier so eine Pille ist doch ganz cool für den Arzt oder so. Hier so ein Regenschirm, mal so ein anderer Kolben. So eine, die haben wir ja schon, diese Kolben. Dieser Fächer ist auch super schön. Das ist nochmal so ein Fächer. Hier ist nochmal so ein großer Anker. Finde ich mega super schön. Deshalb dürft ihr dieses Set gleich dreimal mit. War auch nicht ganz günstig. Ich glaube, dass das nicht in der Promo war, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und ich will jetzt nicht lügen. Guti. Habe ich euch die Nummer gezeigt? Weiß ich nicht. Entschuldigt. Das hier ist die Nummer zu diesem Set. Gut, Leute, das war jetzt so alles, was Charms war, beziehungsweise die Lünetten dazu. Wir machen hier jetzt einen Break. Also ich mache jetzt hier erstmal einen Break und dann überlege ich, ob ich dann zwei Videos draus mache oder eben nicht. Wahrscheinlich eben nicht. Oder doch. Ja, weil die, also Perlen werden uns jetzt nochmal heftig viele. Da sind dann nochmal so Sachen wie Perlenkappen und so dazu dabei. Dahin. Und dann muss ich heute Nachmittag sortieren. Grund, warum ich überhaupt bei NBeats nochmal bestellt habe, war mein Männchen, weil ich hier, ich habe ja wieder Chunky Charm Mischungen für den Shop packen wollen. Ein paar Bunde sind auch schon fertig, aber ich habe dann echt gesagt, ich habe nichts mehr weiß und nichts mehr schwarz. Also es sind so schwarz und weiß hatte ich irgendwie so viel jetzt gar nicht mehr. Und ja, dann hat mein Männchen gesagt, na dann bestell halt. Und ich glaube, er hat aber nicht gedacht, dass ich das andere auch alles bestelle. Ich glaube, er hat gedacht, ich bestelle schwarze und weiße Perlen. Habe ich aber auch gemacht. Zeige ich euch dann. Wie schon gesagt, wir machen hier jetzt mit dem Metall und den Charms wieder mal einen Schnitt. Und dann komm ich dann nochmal wieder mit Perlen und anderem Gedöns. Ich freue mich auf euch. Bleibt mir gewogen. Kopf hoch, Füße auf den Boden. Bis zum Ba. Ne. Ba. Pa. La. Pa. 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 Bis später. Ciao.